Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ich begrüße euch total und recht herzlich hier im Medienhaus Nordrhein-Westfalen. So, da ich es nun mal beruflich mache, ist das für mich an sich alles normal. Da ihr aber als TikToker, als Snapchatter, als WhatsApper, als YouTuber es alles als, keine Ahnung, hinnehmt. Dieser Beruf, Medien, Medienfach, Studien, Medien, Medienwirt, ja, wie soll man das erklären? Also wie gesagt, das ist die Welt der Medien, das ist der sogenannte Datenhighway und der ist 1966 zum ersten Mal aufgetreten. So, seit 1976 als Firma und seit 2016 hier vor Ort, ja. Und somit wird es langsam Zeit, Tacheles zu reden, weil einige sich der Meinung, oder einige TikToker, einige Facebooker, einige YouTuber, sagen wir mal so, das niedrige Volk mit niedrigem Geist ist manchmal dabei vom Aborten, so ein Ort, wo es stinken kann, wenn ihr nicht frühzeitig abzieht. Also wenn die da mit ihren Schmeißfliegen loslegen und andere Leute befeuern, indem sie denen Sachen zugänglich machen, indem sie Scheiben bemalen, besprühen und sich daran ergötzen bei Telegram Frohnhausen. Ey, diesen Schwurblamen haben wir es gezeigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss mir viel, sehr viel anhören. Ich muss natürlich auch schweigen. So, in diesem Video schweige ich nicht. Ich zeige euch die Arbeit. Ich sage nur, ihr seht zwar IHK, das soll euch genügen. Es gehört einem Rechtsanwalt und für diesen Rechtsanwalt arbeite ich jetzt. Letztens habe ich ja für Dr. Det gearbeitet. Ich kann auch hier auf der Uhr nachschauen. Ach, herrlich. Immer dieses Gezeter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jeder Ehemann, jeder Ehemann weiß, welchen Sargnagel er sich ausdenkt. Also jeder Ehemann, der einen Sargnagel hat, Ehefrau genannt, weiß Bescheid, wann er antritt, den Urnengang. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, das wollte ich aber jetzt gar nicht beurkunden, weil ich will euch einfach daran teilhaben, weil dieses Video oder diese Videostrecke, die ich jetzt hier konzipiert habe, ich habe also eine Videostrecke konzipiert, das ist der zweite Teil. Ich möchte gern ein TikTok live werden. Um TikTok live zu werden, habe ich mich erkundigt. Ich brauche 1000 Damen und Herren, die Interesse haben, mir zu folgen. Süß. Ach, herrlich. Was? Meine Community? Ach, herrlich. Und das könnt ihr dann, wie gesagt, live sehen. Ne? Oh Gott. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie kriegen das jetzt mit. Also ich tue jetzt so, als wäre es live und ich muss leider unterbrechen. Ich laufe jetzt hier auch nicht vor der Kamera rum, sondern das ist hier YouTube. Und bei YouTube macht man Videoclips, man beendet das und dann geht man in den nächsten, weil ich da jetzt ständig dieses Gepiepe habe. Ich kann das ja hier ablesen an der Uhr. Ich habe sogar gerade mal 3217 Schritte geleistet. Mein Herz schlägt gerade mit 110. Warum, weiß ich nicht. Aber ist halt so. So, ich lege das mal hier zur Seite. Ich werde gleich weitermachen. Bitte schaut euch dann den dritten Clip an. Oder steigt direkt in den dritten Clip. Dann seht ihr mich bei der Arbeit, worum es geht. Okay, das war nämlich jetzt im Clip 2 geplant. Und da ich das so, also ich drehe die Clips so, als wären das Live-Clips. Und da kann ich also auch nicht raus. Na, dann ist das live. Und wenn das live ist, ist es da. Und so ungefähr müsst ihr euch diese Videoclips jetzt vorstellen. Ich tue so, als wären die live, weil ich gerne live gehen würde wollen bei TikTok. Ja, da habe ich Lust drauf. So, deswegen begrüße ich auch hier jedes Mal die LKW-Fahrer, weil die live sind und ich zuschauen darf. So, und weil ich bei den LKW-Fahrern zuschauen darf, möchte ich allen anderen auch euch alle zugänglich machen,
in dieser Medienwelt, wo wir arbeiten mit Kameras, Schauspielern, ihr wisst schon, die Welt der Medien. Und da würde ich gerne mal euch mitnehmen, dass ihr Lust und Laune habt, dort zu verweilen oder vorbeizukommen. So, dass ich Schneider habe, habe ich schon mal erklärt. Man nennt mich Schnurbler, aber keine Ahnung, oder man bekleckert meine Scheiben, man besprüht die Scheiben, man findet das geil. Nun, das sind Niedriggeister und gegen Niedriggeister kann ja keiner anlaufen, weil Niedriggeister, die gibt es immer. Also Niedriggeister sind Leute, die ihre Synapsen nicht so schalten und walten, dass sie überhaupt mit einer Logik, mit einem Studium aufweisen, sondern vielleicht mal Gärtner waren, die Wirbelsäule kaputt oder mit einem Spatenträger da. Ja, so etwas gibt es ja auch. Ja, und wenn die loslegen, dann haben wir Studierten, wir, die beruflich mit den Medien zu tun und wir, die irgendwie Cheffunktion haben, wir haben dann Pech. Wir werden nämlich dann ein bisschen geschreddert. So, das war aber nicht geplant, deswegen diese nachfolgenden Planvideos, die ich jetzt mache, 3 und 4, will ich hoffen. Ich will hoffen, dass diese Elektronik jetzt mal ruhig ist. Ich habe auch einen Fahrer, da habe ich also, wer Lust hat, kann da mal rumwuseln. Ich habe natürlich auch einen Fahrer und der regt sich dann auch immer auf, wenn der Teil da, ne? Ist klar, wir haben Dreharbeit. Ja, wir drehen, wir nehmen auf, wir zeichnen auf, wir machen und dauernd geht das Ding da. So wie jetzt. Das sind jetzt Dreharbeiten. Ich versuche einen Film zu machen, ich versuche Clips zu machen. Ich versuche euch auf irgendeine Art und Weise mir zu huldigen, die Glocke dabei, also bei YouTube nennen wir das Glocke. Ne? Versteht ihr? So. Ich versuche einen User-Kreis von Zuschauern und natürlich Akteuren zusammenzubekommen. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht, aber ich bemühe mich wenigstens. Ich trage ja nicht umsonst hier Cobra 11. Ich begrüße Erdogan Atalay, Nils Kirin und alle anderen. Begrüße ich total und richtig herzlich. Ob die nochmal hier rumdüsen werden, weiß ich nicht, aber ne, können wir. So, und dann grüße ich auch die Zuschauer und ich grüße auch den Rechtsanwalt, für den ich jetzt arbeite. Dankeschön für den Auftrag. Somit sieht man auch, wie ich arbeite und wie lange ich arbeite. Und das ist heute sozusagen der 6. Tag, wo gearbeitet wird. Ja. Ob ich am 7. Tag noch arbeiten werde, weiß ich nicht. Kann sein, dass ich am 7. Tag die Videos da zusammenschneide und dann auf den Weg bringen. Und wenn ich noch länger hier alles hinauszögere, muss ich noch mehr Videos machen. So, jetzt ist das Teil ruhig, merkt ihr. Somit kann ich auch wieder in den Redefluss. An sich war das ja hier in Teil 2 so gedacht. Er dachte, ich tue aber so, als wäre ich online, live. Versteht ihr? Diese Videos müsst ihr sehen, als wären die live. Und deswegen lasse ich sie so, wie sie sind. Dass sie aufgezeichnet wurden durch mich und bearbeitet wurden und so weiter. Das ist natürlich ein anderes Schuh. Wie gesagt, ihr seid hier im Medienhaus, das bedeutet, ich zeige euch halt mal, wie hier gearbeitet wird. So, also wie gesagt, ich mache das jetzt fertig und mache daraus jetzt ein Buch. Und im dritten Teil könnt ihr sehen, wie ich daraus ein Buch mache, okay? So, dann könnt ihr auch sehen, wie dieses jetzt geschnitten wird. Also, folgt mir, ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen, die Glocke, ich würde mich freuen, bei TikTok euch als Fans zu begrüßen und dann live, und dann dürft ihr auch live dabei sein. Wie gesagt, ich bin ein waschechter, ausgebildeter, nicht nur an Kamera und so weiter und Dramaturgie und so, sondern noch viel, viel, viel mehr. Ja? Und ich bin verwundert, dass ich keine Freundschaften schließe jetzt. Okay, ich bin ja jetzt in den Modus 62, 82. Da komme ich auch noch drauf, das ist so eine Geschichte, die nennt sich Modus 62, 82 und das erkläre ich auch ein andermal, okay? So, jetzt bin ich mal wieder weg und dann würde ich mich freuen, wenn ihr da im dritten Teil mir zuschaut, was ich meine und ja, ich erkläre euch auch die Bindung, und auch das Scannen, obwohl... Ja, das mache ich. Und dann zeige ich das noch einmal, also dann im Clip 4 könnt ihr dann sehen, weil jetzt wäre es blöd, weil jetzt müsste ich out of range, also ich müsste raus. Und, ich habe also nicht vorbereitet.
Will ich auch nicht, weil ich nämlich nicht durcheinander kommen möchte. Das ist ein ernsthafter Auftrag, das ist ein ernsthaftes Video, auch wenn es nicht so scheint. Und darauf kommen wir auch nochmal. Wenn ein Film nicht so scheint, aber wirklich tatsächlich ernst gemeint ist. Aber das ist ein anderer Clip, okay?